Aber Info, Delta 81, Abflug bereit an der Linde. 81 kann aus. Ökologisch zu wirtschaften heißt für die Eunos-Winzer, mit den Kräften der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Für Hugo Schorn ist es deshalb selbstverständlich, auf synthetischen Stickstoffdünger zu verzichten, dessen massive Anwendung im Weinbau eine erhebliche Belastung der Böden und des Trinkwassers mit sich bringt. Stattdessen verwendet er heute ausschließlich Stallmist, Kompost und organische Dünger, um die Fruchtbarkeit seiner Böden zu fördern. Die Öko-Winzer Rudi Trossen und Ulrich Treitz sind gekommen, um bei der mühsamen Arbeit zu helfen. Also irgendwie, weißt du, wenn ich aus dem Weinberg, da hole ich nur das raus, was wirklich die Natur gibt. Und was wir im Winter hier an Dünger reinschaffen, ist zum Beispiel in diesen flurbereinigten Wingerten, wie wir sie hier sehen, zum Beispiel an Mist, ist ja nur so eine Hilfestellung. Das wieder herzustellen, was früher mal war, nämlich einen Boden, der auch Humus hat und der selber die Pflanze ernährt. Man muss schon länger denken an sich, wirklich so in ein paar Generationen in die Zukunft rausgucken. Ne? Der Boden ist unter der Wirtschaftsweise, wie sie hier betrieben wird, jetzt seit einer Generation, ist der, ne, guck, wie die Mosel aussieht, das ist alles guter Boden, der da unten treibt, ne? Alles ab in den Atlantik. Bei jedem Gewitter, tausende von Tonnen von feinsten Boden werden hier ausgeschwemmt. Die Erosion hat hier also gigantische Ausmaße angenommen. Der normale Winzer sieht das nicht, weil er schon gar nicht mehr richtig beobachten kann. Die Schulen fangen jetzt an und warnen und weisen darauf hin, man sollte doch vielleicht ein bisschen Gründüngung und so Sachen mal für den Boden zu befestigen, mehr Humus ausbringen. Das machen sie schon. Der Winzer ist letzten Endes auch nur Opfer. Der ist ja nicht freiwillig so weit gegangen, dass er so arbeitet, wie er heute arbeitet. Ne, wirklich so Ausführungsgehilfe der chemischen Industrie. Ne? Und die haben die Leute jetzt dahin gekriegt, dass sie das wirklich glauben, dass es das nur noch mit Kunstdünger geht. Ne? Die bunten Tüten, die bunten Prospekte, die ganzen Schulen propagieren die Sachen, die ganze Beratung ist industriegesteuert. Der Winzer ist letzten Endes der Dumme, der ist Opfer und bezahlt noch dafür. Wir sind natürlich hier an der Mosel durch die steilen Hänge nicht so schlagkräftig wie in anderen Gebieten, dass man innerhalb von wenigen Stunden oder oder einem Tag seine Weinberge komplett abgedeckt kriegt. Ich brauche 4 Tage, um alle Flächen zu spritzen. Ich bin ein Betrieb von 12 Hektar. Da muss man natürlich, gerade wenn man als Bio-Winzer weiß, dass man immer vor den Krankheiten da sein muss, weil man einfach mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nicht reparieren kann später, muss man wirklich seine Rhythmen einhalten und doch eine gehörige Portion Motivation mitbringen, weil es hier im Steilhang halt sehr aufwendig ist. Also wir werden heute hier mit der Raupe spritzen. Das sind für mich die einfachen Tage, weil wir mit der Schlauchleitung spritzen müssen. So 65-70% unserer Flächen müssen wir mit der Schlauchleitung spritzen. Wie steil sind die Hänge hier? Kann man das irgendwie in Grad ausdrücken? Ja, die Raupe schafft maximal 70% Steigung.
Bei der Spritzung seiner Weinberge spielt Hugo Schorn in diesem Jahr mit hohem Einsatz. Er hat beschlossen, für die Hälfte seiner Rebflächen auf schwermetallhaltige Kupferspritzmittel zu verzichten, obwohl diese Präparate nach den EUNOS-Richtlinien im Notfall noch erlaubt sind. Stattdessen probiert er zum ersten Mal eine Mixtur aus Kräutern, Brennnesseljauche und Propolis. Propolis ist ein natürlicher Wirkstoff, mit dem die Bienen ihre Waben vor Pilzbefall schützen. Vater Schorn machen die Experimente seines Sohnes eher nervös als fröhlich. Und deshalb herrscht mal wieder dicke Luft zwischen den beiden. Ah ja, dieses Jahr war es halt eben im Juni unheimlich heiß gewesen und hat auch nicht geregnet. Da habe ich halt eben mit der Spritzung 4 Wochen gewartet, obwohl man halt eben normal alle 10 bis 14 Tage gehen sollte. Und da ist mein Vater ziemlich nervös geworden, weil klar, wenn du irgendwie da die Sachen jahrelang mitmachst, die Winger der Bewirtschaft, dass du halt eben regelmäßig spritzen gehst, dann wirst du halt eben dann total kribbelig. Und mein Vater hat gemeint, ja, also da wird jetzt alles Krankheiten in die Weinberge reinkommen und ich sollte halt eben spritzen gehen. Und hat mich auch gelöchert und so. Und ich habe dann auch versucht zu erklären, so und so ist es und so. Und das Wetter ist so, dass halt eben keine Krankheiten kommen und da braucht man nicht zu spritzen. Er hat dann nachher auch ein bisschen eingesehen, aber die Unsicherheit, das Kribbeln war immer noch total da. Und war halt eben auch in der Zeit also ziemlich schlecht anzusprechen. Ja, das Problem mit der Spritzung liegt da dran, weil er das immer hinauszögert bis auf das Ende, wo es nicht mehr geht. Ne? Und dann kommt ein Gewitter oder wann, dann rennt er. Wenn ich im guten Wetter spritze, habe ich einen 100%igen Erfolg. Und wenn ich im Regenwetter spritze, habe ich nur einen 50%igen oder nur einen Teil Erfolg. Und deshalb sage ich immer wieder, nicht wahr, du musst früh genug gehen. Früh genug, dann lieber im Jahr einmal öfter, wenn du schon nichts machst, also wenn du schon nichts, kein Gift oder kein Zeug vertust, nicht wahr, machst mit der ökologischen Brühe an, dann würde ich hingehen, würde die Sache auf Nummer sicher gehen und würde es einfach mal öfter gehen. Weil ich nicht 100%ig weiß, ob das Zeug, ob die Wirkung 100%ig ist. Ja, ich muss ehrlich sagen, also so 100%ig sicher war ich mir da auch nicht, gell, weil du kannst, das ist halt eben Natur und die kannst dir wirklich nicht so ganz berechnen. Du weißt ungefähr mit den Krankheiten, das ist so und so. Aber ich wollte wissen und wollte probieren, ob es geht oder nicht. Thank you.
Jan, wie ist das, wenn man jahrelang den Hubschrauber gesehen hat, konventionelle Mittelspritzen, jetzt Öko? Ja, ich denke, es ist eine gute Sache. Also für uns ist es auch eine sehr gute Erleichterung zum einen. Und zum anderen ist es auch für den Boden gut, dass man halt da nicht mit schwerem Gerät rein muss in die Weinberge. Dann hat man viel weniger Bodenverdichtung. Also wenn die Leute sehen, dass man also zumindest mal jetzt bis zur Blüte mit einem Hubschrauber spritzen kann. Das heißt, man muss nicht mühsam von Hand mit einem Schlauch gehen oder es halt im Lohn mit Raupen spritzen lassen. Dann denke ich mal, es ist vielleicht noch der eine oder andere, der sich überlegt, zum Öko-Weinbau zu wechseln. Das hat doch viel mit einer Lebenseinstellung und auch damit mit einem Bewusstsein für die Natur und unsere Umwelt zu tun, wo die Leute, denke ich, von selbst drauf kommen müssen, damit sie das auch wirklich überzeugt durchführen können. Also wenn das einem gesagt wird, du musst das so machen, dann bildet sich da eher noch Ressentiments dagegen. Und das ist für die Stimmung, denke ich, auch nicht gut. Also ich denke, man soll mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass es funktioniert und dass es auch gar nicht so schwierig ist. Und dann kommen die anderen, denke ich, schon von selber nach mit der Zeit. Das ist die Blattfallkrankheit, die berühmte, oder der falsche Mehltau oder auch Peronospora genannt. Siehst du den Pilzraden? Ja. Und das ist eine Krankheit, die in der Lage ist, bei entsprechendem Wetter in kürzester Zeit große Schäden anzurichten, an Trauben auch. Das ist so, der Gangster hat die Fußspitze in der Tür. Wie gesagt, Metalle helfen, Aluminiumsilikate, Gesteinsmehle. Und alles, was die Pflanze stärkt, von innen her stärkt. Es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man sich gegen die Peronospora zur Wehr setzen kann. So ein Banner gewesen vom Hamburger Schauspielhaus. Mhm. Die hatten den jedes Monats drucken lassen, das aktuelle Programm. Und dann wurde der weggeschmissen. Sehr gutes Material, Banner. Kunststofftechnisch. Da gibt es ganz krasse Unterschiede. Aber der hier, der lässt sich super verarbeiten. Und das Ganze wird was? Ein Portemonnaie. Ja, also den Knochen zum Beispiel hier, den hatte ich gefunden und dann gibt es daraus, den habe ich dann einmal halbiert. Hier ist er mit Leder ein bisschen umwickelt, aber das ist ein Knochen eigentlich. Ja, und so Bein, daraus wurden vor vielen tausend Jahren schon Messergriffe gemacht. Ja. Das inspiriert dann auch so altertümlich irgendwie, wie die Menschheit auch schon vor eben 1000 Jahren gearbeitet hat, arbeite ich auch gerne. Mhm. Und dann eben gerade das gefundene Holz ist oft viel schöner, finde ich. Das hier ist ein Stück Apfelholz, wenn man hier so Äste drin hat oder eben so eine ganz natürliche Form auch noch. Das war ein ganz krummes Stück Holz. Das ist dann meistens schon fast fertig. Das hat man
als Stück Ast in der Hand und dann spürt man auch schon gleich, wie das Messer aussehen wird fast. Ja. Und das inspiriert. Aber eben meine Taschen, die leben so von so kleinen Details, die aber meistens auch schon entweder im Material vorhanden sind. Das hier zum Beispiel, das ist nicht auf meiner Kappe gewachsen, das habe ich so bekommen, das Material. Das ist ausgelaufen aus der Produktion, die Druckerwalze. Und dann haben sich da öfter so willkürliche Farbmuster entstanden. Aber das sind dann damit eigentlich Unikate, ne? Ja, also, absolut, ja. Und auch so Teile tauchen immer wieder gerne auf bei mir. Das sind dann so Schnipsel, die irgendwie entstehen und dann zack, sind sie mit in der Tasche verewigt. Dieses Hornkieselpräparat, was hat es damit auf sich? Was ist das Besondere? Das ist ein ganz fein vermahlener Bergkristall. So fein, wie es mir irgendwie geht. Und der kommt ein halbes Jahr, und zwar über den Sommer, in ein Kuhhorn. Wird dort aufgeladen, könnte man sagen. Das ist wie eine Art Kraftspeicher. Mit Hornkiesel kann man alle Vorgänge in der Natur stimulieren, die mit Fruchten und Reifen und Farbausbildung, Aromaausbildung zu tun haben. Die Prozesse kann man damit unterstützen. Und selbst wenn es zu viel ist, bringt dieses Präparat die Dinge wieder ins Gleichgewicht. Also die Präparate wirken nicht einseitig in Richtung Steigerung von Ertrag oder so, sondern durchaus ausgleichend. Also mittend, in die Mitte zurückbringend, ausbalancierend. Wenn der Winzer selbst rührt, anstatt die Maschine, man verbindet sich dann natürlich anders mit dem Vorgang. Man ist ja als Mensch dabei und trägt seine Intentionen, seine Wünsche, seinen Willen, von mir aus auch seine Gefühle. Das vermittelt man in dieses Medium Wasser, das ist ja hochsensibel. Und diese Wirbel, die man da bildet, die nehmen ja wie eine Matrix Dinge auf. Und transportieren die dann in den Weinberg. Und so kann der Winzer gestalterisch tätig sein, sozusagen sein Ich in die Landschaft hinausbringen. Man muss jetzt nicht jedes Blatt benetzen. Es reicht, wenn ein Hauch auf die Blätter kommt und dann weiß die Pflanze, aha, aufgepasst, der Winzer will was von mir. Lichtstoffwechsel aktivieren, Reifeprozesse fördern. Diese Dinge spürt sozusagen der Organismus, dieses Ökosystem Weinberg ist ja im Grunde genommen eine Summe von Lebewesen, die auch eine Wahrnehmungsmöglichkeit haben. Das wird man in der Zukunft sicher noch viel besser darstellen können. Ja, die Befürchtungen sind halt immer noch da. Ne? Wir haben natürlich eine Trasse, die genau am
an all diesen Lagen entlang gehen. Die große Befürchtung, haben wir schon gehört hier, die große Befürchtung ist, dass halt uns im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgegraben wird. Und da wir reden ja von Global Warming, wir hatten auch einige heiße Jahre gehabt, wenn man nur mal 2003 bedenkt, ne? Wo wir dann schon an die Grenzen kamen des Dry Farmings, also das heißt, dass man also ohne Beregnung auskommen kann. Und wir haben ja natürlich schon die Befürchtung, dass die Jahre trockener werden und dann, dass solch eine Trasse natürlich einen noch viel stärkeren Einfluss hat auf die Wasserversorgung für unsere Böden. Ne? Ich muss Sie auf zwei Lügen hinweisen. Zuerst die Computersimulation von der Brücke. Man hat gesehen, wie lauter Fahrzeuge darüber gefahren sind. Die Rede ist von 20.000 bis 25.000 Autos pro Tag. Also ich glaube, dass keine Sekunde lang, wenn es schnellere Strecken gibt, dann sind die Autos auf diese schnellere Strecken, oder? Es ist ja so, wem gehört die Mosel? Gute Frage. Der Moselaner wird jetzt sagen, so, der ist Oos, ne? Dann soll die Soos gehören, ne? Die Mosel gehört genauso wenig den Moselanern wie der Urwald am Amazonas irgendwem gehört oder der Himalaya irgendwem gehört, sondern bitteschön, wir kommen alle nackt auf die Welt und gehen auch mehr oder weniger wieder so. Das heißt, wir nehmen nichts mit, wir bringen auch nichts mit, wir finden etwas vor. Wir sind Nutznießer, Genießer, Nutzer. Es gibt Straßen, die sind wichtig und richtig, und es gibt Straßen, die sind überflüssig, und nur weil die Bauwirtschaft am Drücken ist, muss es nicht geschehen. Aber hier geht es um die Zerstörung von unersetzlichem Kulturgut. Stellen Sie sich die Mona Lisa vor. Sie können jetzt ausrechnen, das sind 334 Quadratzentimeter, die Nase macht vielleicht 17 Quadratzentimeter, auch die schneiden wir nochmal weg. Und ist trotzdem noch die Mona Lisa? Ja, quantitativ ja, weil es waren doch nur 2,5% der Fläche, die verschwunden sind. Aber das Bild ist hin. Und unser Wille, der Wille der Menschen, die die Mosel lieben, wenn der Kraft genug hätte, würde natürlich dann in Mainz die Staatskanzlei Risse bekommen. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln, mental, psychisch, intellektuell, spirituell. Und das Gebiet stellvertretend für viele andere schützen mit einem Schutzwall aus Kraft und aus Liebe. Und das wird Beispiele schaffen, und wir werden es dann auch hinkriegen, den Regenwald zu schützen und andere Flächen mehr, denn ansonsten droht uns wirklich großes Ungemach. Ja, vielen Dank. Das war's. Ja, wie das so ist, gegenüber direkt vom eigenen Haus, da freut man sich natürlich, wenn man so ein Objekt wie dieses schöne Winzerhaus von 1584 erwerben konnte. Mhm. Das hat einen ganz besonderen Flair, das Haus. Wenn man schon reingeht, spürt man diesen Brauchtum, dieses Altertum, was das Haus mit sich bringt. Das hat mich bewegt, wieder aus diesem Haus was Besonderes zu machen, was in den letzten Jahren doch hier ein bisschen verwahrlost gestanden hat. Wir befinden uns hier in Johannas Kisch. Johannas Kisch, der Name sagt es schon, die Frau Franzen, Johanna Franzen, wohnte hier früher in dieser Küche, und das war ihr Platz, wo sie immer saß, und ich war immer der Meinung, man muss aus dieser Küche wieder den alten Flair rausheben. Und sie glauben gar nicht, wie schön das ist, wenn Familien sich hier treffen und eine kleine Weinprobe mal machen oder vom alten Herd, der dann auch noch gefeuert wird, eine gute Suppe serviert bekommen. Es ist doch etwas andere Gastronomie, wie man das heute kennt. Ein etwas schöneres Flair, was man hier wieder erleben kann. Wir nutzen das als zusätzliche Räumlichkeit für Gäste oder auch Hotelgäste, die gerne
für sich mal sein wollen, für Gruppen, die auch hier mal was trinken wollen abends, für sich gemütlich feiern möchten, genauso wie nachher auch die Johannes, jetzt haben wir hier Johannes Kisch und die Al Wesch Kisch, die dann auch noch entsprechend entstehen wird. Und wie das dann später mal aussehen wird. Speziell im Moment wird es als kleine Kammer genutzt, aber hier sieht man den Lehmputz und das soll auch so frei bleiben, mit Glasscheiben versehen, dass man erkennen kann, wie wurde früher denn gebaut. Wie hat man in dem 16. Jahrhundert Balken und Steine zusammengebracht? Wenn Sie die Mosel besuchen und die Mittelmosel hier im Besonderen, dann können Sie eigentlich nicht an Nikolaus von Kues vorbeikommen. Er ist ein ganz besonderer Mensch gewesen. Es gibt nicht viele Menschen, die so im 15. Jahrhundert in die Welt gekommen sind wie Nikolaus von Kues. Er war ein großer Philosoph und er hat sich aufgemacht hier aus diesem kleinen Tal und ist in die Welt gezogen und hat eine Mordskarriere gemacht. Und hat vor allen Dingen eben die deutsche Philosophie begründet, kann man ja richtig sagen. Und er hat wunderschöne Werke verfasst, die die Wissenschaft, die philosophische, heute noch in Atem hält. Seine Philosophie ist ja etwas ganz Neues gewesen, nicht? Er hat sich natürlich ganz genau informiert über die griechische Philosophie. Er hat schon während seiner Studienzeiten den Sokrates und den Aristoteles und den Pythagoras studiert und Platon vor allen Dingen. Die Wissenschaft sagt heute, er war ein Platoniker. Er hat ganz genau studiert die alten Schriften und hat darauf seine Philosophie aufgebaut. Er hat gesagt, wir müssen lernen, dass wir die letzte Wahrheit nicht erfahren können. Und das begründet er schon in seinem ersten großen Werk, diese Docta Ignorantia, was ja bedeutet, die belehrte Unwissenheit, nicht? Also wir müssen lernen, dass wir es nicht wissen können. Aber wir sollen nicht aufhören, danach zu suchen, sage ich immer. Und das ist etwas ganz Großartiges, diese erste Schrift. Und er hat das hier in seinem Geburtshaus vollendet. Es ist ein dreibändiges Werk und wir haben das hier auch schriftlich, dass er am 12. Februar 1440 hat er hier in seinem Elternhaus dieses große Buch vollendet.
Da war er 40 Jahre alt und hat die deutsche Philosophie begründet sozusagen. Wie ich hier angefangen habe vor 25 Jahren, habe ich nichts gewusst über Nikolaus von Kues, obwohl ich mich immer für Geschichte und für Historie interessiert habe. Und ich bin ja auch Historikerin, aber ich habe sofort angefangen zu studieren über sein Leben und über sein Werk. Wir haben ja die schöne Universität in Trier und es hat mich fasziniert. Heute kommt mir manchmal so vor, wie wenn ich nie in meinem Leben was anders gemacht hätte wie Nikolaus von Kues. Er ist etwas ganz einmalig Großartiges, dieser Philosoph. Natürlich, er war Kardinal und Bischof und er war Stellvertreter des Papstes und Generalvikar von Rom, aber das war die Arbeit. Sein Leben war eigentlich die Philosophie. Mhm. Er hat eben neue Dinge gesagt. Er hat in dem zweiten Band von der Dr. Ignorantia, das handelt von Universum, nicht? Das erste Band handelt von Gott, das zweite vom Universum und das dritte von Jesus Christus so. Aber das Universum, das ist ja eben dieses ganz wahnsinnig Schöne, wenn er eben sagt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, so wie die Kirche das gelehrt hat. Er hat gesagt, es gibt keinen Mittelpunkt, es bewegt sich alles. Mhm. Und wo du stehst, da ist der Mittelpunkt für dich. Ein bisschen ihre große Liebe. Ja, das ist mein Leben. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe auf meine alten Tage hier diesen Cousinus habe. Das ist wahnsinnig. Ich bin ja 86 Jahre inzwischen alt geworden, aber seit 25 Jahren lebe ich hier mit Cousinus und versuche den Menschen ein bisschen darüber zu erzählen. Und das freut uns immer sehr alt. Jetzt im Moment stehen wir unterhalb unseres Langebergs, eine alte Flurbezeichnung. Hier ist so der erste wirklich imposante Weinberg im Müller-Hofberg, der voll terrassiert ist. Einige Terrassen rechts von dieser kleinen Hütte sind noch wieder zu rekultivieren. Das ist so das, was ich mir für die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall noch vorgenommen habe. Man kann da oben erahnen, dass dort sind... der Rest der Mannschaft gerade am Aufbinden. Mhm. Sie haben jetzt hier unten angefangen und nach oben hin sieht man, dass es da die Terrassen noch relativ wild sind und da sind sie gerade dabei, das zweite Mal anzubinden. Man könnte fast sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß, dort Weinbau zu betreiben, weil es einfach anderswo billiger geht. Mhm. Und ich habe mir aber in den Kopf gesetzt vor 10 Jahren, dass das, um das zu nutzen, also einfach zu sagen, nein, stopp, das sind so alte Kulturflächen, die es gilt zu erhalten und ich habe einfach das Gefühl, dass gerade in der heutigen Zeit eine ganze Menge Menschen da sind, die das unterstützen wollen, die genau den Wein trinken wollen, der aus solchen verrückten Bergen kommt. Ja, also die Namen, die man hier an den Stöcken hier befestigt haben, das sind alles Menschen, die praktisch eine Patenschaft für einen Rebstock übernommen haben. Die haben mir alle etwas Geld in die Hand gegeben, was komplett für den Wiederaufbau von Weinbergsmauern verwendet wird. Und jetzt im Hintergrund von den paar Stöcken hier oben sieht man ja auch, was wir in den letzten zwei Wintern gebaut haben. Und auch dort wieder ein paar junge Reben anpflanzen konnten. Aber das Wichtige ist, dass diese Nase einfach gerettet wurde, damit nicht diese sehr schönen und auch größeren Terrassen oben drüber nach und nach ins Tal rutschen. Man muss halt sehen, dass man in diesen Terrassen wirklich sehr, sehr gute Weine erzeugt, damit sich das am Ende rechnet. Also irgendeinen Durchschnittswein hier zu erzeugen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Dann muss man einfach, müsste man aufhören.
Ja, das ist die schönste Treppe meines Weingutes. Also ich finde es grandios, wie sich die Leute damals die Arbeit gemacht haben, sowas rund zu mauern, oben mit einer kleinen Ecke drin. Ich mag so Ecken einfach unglaublich gerne und ist für mich sehr viel Motivation, die Arbeit hier zu machen.